Schule ist mehr als nur ein Unterricht. Schule ist auch ein Ort, wo man seine Hobbys und Interessen ausleben und neue Erfahrungen machen kann. Dafür gibt es an unserer Schule viele verschiedene Arbeitsgemeinschaften, kurz AGs, die von Lehrerinnen und Lehrern oder von uns Schülern und Schülerinnen angeboten werden. Medin traf unsere AG-Koordinatorin auf der Außentreppe unseres kleinen Schulhofes. Dankeschön. Neben mir steht Frau Dr. Lilie. Hallo, Frau Lilie. Hallo. Die folgende Frage kommt von einer Mutter. Sie möchte gerne wissen, welche Arbeitsgemeinschaften man am Steinmatt-Gymnasium besuchen kann. Ja, wir haben jedes Schuljahr so ungefähr 30 bis 35 Arbeitsgemeinschaften. Die meisten liegen im Mittagspausenbereich. Wir haben auch hier eine Übersicht, da sind alle dargestellt. Die meisten Arbeitsgemeinschaften sind frei für interessierte Schülerinnen und Schüler jeden Alters, so dass hier neue Freundschaften entstehen können, auch jahrgangsstufenübergreifend, und das stärkt den Zusammenhalt hier am Steinbad-Gymnasium. Wir haben unterschiedliche Interessensgebiete, die wir abbilden können. So haben wir viele Arbeitsgemeinschaften, um neue Fremdsprachen zu erlernen. Wir haben allerdings auch ein großes Sportangebot, sei es, dass wir eine Fußball-AG haben oder Basketball-AG, Tischtennis-AG, aber auch so etwas exotischere Sportarten wie die Judo-AG oder die Flag-Football-AG. Außerdem haben wir ein Förderprogramm für mathematisch, naturwissenschaftlich, technisch interessierte Schülerinnen und Schüler. Aber wir unterstützen auch das soziale Engagement, zum Beispiel in der Umwelt-AG oder der Diversity-AG. Und natürlich ist auch ein musisch-künstlerisches Angebot dabei. Außerdem gibt es noch die Gedenkstättenfahrt, wo Schülerinnen und Schüler sich ausgiebig mit der Judenverfolgung im Dritten Reich beschäftigen und dann auch eine Gedenkstättenfahrt ins ehemalige Konzentrationslager nach Auschwitz unternehmen. Dankeschön. Sehr gerne. Das waren nur einige der AGs an unserer Schule. Es kann schon sein, dass manche mangels Beteiligung nicht zustande kommen, dafür aber wiederum neue entstehen. Eine aktuelle Übersicht der angebotenen AGs findest du hier.